Dennis Hediger, 3-1 Sieg in Basel, eine grosse Überraschung. Das erste von drei Spielen gegen Spitzenteams, zuerst Basel, dann Luzern, dann FCZ, haben wir erfolgreich können gestalten. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, für uns sehr, sehr wichtig, sehr, sehr schön, hier die 3 Punkte zu holen. Wir sind auch hierher gekommen, um zu gewinnen. Wir trainieren, um zu gewinnen. Wir arbeiten die ganze Zeit. Und es ist klar, dass wir auch in Basel probieren zu gewinnen. Und heute ist alles super aufgegangen. Und es ist vielleicht umso schöner, dass ja, die taktischen Massnahmen Früchte tragen und wir so als Sieger vom Platz gehen können. Sie haben es erwähnt, die taktischen Massnahmen. Was ist sonst noch gelegen? Sind Sie einfach sehr gut eingestellt gewesen, auch mental oder vom Spielerischen her, von der Aufstellung? Ja, also wir sind sicher optimal eingestellt worden. Wir haben gewusst, was wir müssen 3 Mengen machen. Wir haben uns sehr gut auf den Plan verlassen. Es hat das Zusammenspiel hat sehr gut harmoniert. Ob das mit Ball ohne Ball war, das war sehr gut. Und wir haben gut umschalten können. Wir haben die eine oder andere Goalchance rausgespielt. Und zum Glück haben wir die Goal geschossen und so schon in der ersten Halbzeit 2-0 führen können. Und dann ist natürlich alles ein bisschen leichter gegangen. Sie haben persönlich auch relativ gute Erinnerungen an das Stadion. Sie haben da schon mal getroffen im Göb mit dem FC Biel. Hat das auch eine Rolle gespielt für Sie persönlich, dass Sie mit einem guten Gefühl ins Spiel gegangen sind? Ja, es ist eh ein schönes Gefühl, wenn man hier einlaufen kann, so viele Zuschauer. Es war viel schöner gewesen als dann mit Biel. Wir waren dann durch den Rückstand gewesen, ich konnte den Anschluss treffen, zum 1-3 schiessen. Also nicht wahnsinnig emotional ändern, nicht so speziell gewesen. Heute natürlich viel, viel schöner, dass wir aus Mannschaft zu euch überzeugen können. Es ist viel mehr wert als das eine Goal von letztes Jahr. Jetzt, vor dem Spiel, haben Sie eben noch die beiden Partien gegen Luzern und FCZ vor sich. Was rechnen Sie sich dort aus? Jetzt haben wir Luzern daheim, das wird sehr, sehr interessant. Wir haben dort, wir haben gegen Luzern schon gespielt auswärts, wir sind dort eher die bessere Mannschaft gewesen. Also wir trauen uns sehr viel zu und wir peilen natürlich jedem Spiel den Sieg an, egal wer der Gegner ist und was wir spielen. Vor dem Spiel gegen den FC Sion, jetzt letzte Woche, haben wir mehrere Monate, seit dem Anfang August, nicht mehr gewonnen gehabt. Dann der Sieg, der harte Kampf gegen Sion, auch noch mit gewissen Nachdiskussionen mit dem Stefan Andrich, der gesperrt worden ist und dann wieder nicht. Hat euch also richtig so einen Kick gegeben, Motivation jetzt auch wieder? Ja, ich denke, wir haben gemerkt, dass die Leute das Gefühl haben, mit dem FC Thun können wir machen, was wir wollen, ein bisschen rumschubsen. Und das ist klar, dass wir das irgendwie nicht akzeptieren wollen. Und es wird uns sicher, wenn wir auch wieder gegen Sion spielen, mal eine zusätzliche Motivation geben. Wir werden das nicht vergessen. Und wir lassen uns auch nicht alles gefallen und geben die Antwort vom Platz. Und im Moment geht es auf und das ist schön.